Hallo meine Lieben, ich bin Olga Heinert und ich freue mich, dass ihr zu mir gefunden habt, zu meinem Kanal, zu meinem YouTube-Kanal. Wenn es euch gefällt, was ihr hört, welche Informationen ihr von mir bekommt, würde ich mich natürlich freuen, wenn ihr dieses Kanal kostenlos abonniert und natürlich auch die Glocke einschaltet. Aber ich möchte gar nicht so lange auf diese praktische Seite, auf die technische Seite eingehen, sondern ich möchte ganz, ganz gerne mit dir gleich in das Thema einsteigen. Ich will in diesem YouTube-Beitrag über die Ziele deines Lebens sprechen, über die Ziele, wie du diese Ziele fährst in deinem Leben, wie du dich einladen kannst zu diesem wunderschönen Leben, aber auch alle anderen. Und dazu möchte ich unser Leben mit einer Busreise vergleichen. Vergleichen wir mal das Leben. Dein Bus ist sozusagen dein physischer Körper, der beinhaltet die Seele, den Geist, auch das Lichtkörper und alle anderen Körper. Das ist sozusagen wie ein Bus im Leben. Und wenn du den Bus selbst fahren möchtest, wozu ich dich absolut einlade, dass du dein Leben selbst gestaltest, dann mach bitte einen Führerschein. Wann machen wir den Führerschein? Wir machen den in unserer Kindheit, in unserer Jugend und irgendwann mal sind wir erwachsen und meinen ab dem 18. Lebensjahr unser Leben selbst gestalten zu können. Also es ist vergleichbar mit der Busfahrt. Mach den Führerschein, dann kannst du selbst bestimmen, wohin du fährst, wohin du gehst. Und dazu ein Beispiel aus der Praxis. Ich habe jemanden kennengelernt, der millionenschweres Erbebetrag schon ausbezahlt bekommen hat und in seinem Bewusstsein war absolut nicht vorhanden, dass er sein Leben selbst in die Hand nehmen kann und fahren kann, wohin er will. Im Prinzip hat er nur die Begrenzungen gesehen. Ich habe gesagt, du müsstest eigentlich gar nicht arbeiten, wenn du nicht willst, setz dich hin, überleg, was es dir gut tut und fahre. Und das ist das eben. Viele von uns kämpfen nur um den, führen so wie einen Überlebenskampf im Leben. Was esse ich heute? Womit zahle ich meine Wohnung am nächsten des Monats? Wie kriege ich den Monat rum? Moment, zieht euch mal zurück. Und überlegt mal, wie würde denn eure selbstbestimmte Fahrt in einem Bus aussehen? Wenn du dir nur überlegst, wenn wir uns nur überlegen, dass wir den Fahrschein zum Beispiel selbst kaufen können und das Ziel selbst raussuchen dürfen, das ist es eben. Vergleich mal dein Leben mit der Busfahrt. Du kannst raussuchen, an welchen Haltestellen du stehen bleibst. Und das bedeutet, welche Chancen und Wachstum nimmst du. Du siehst raus und sagst, Mensch, ich habe ein Erbe bekommen. Musst du denn jetzt viele Haltestellen noch abfahren und womöglich unerwünschte Gäste einladen? Das ist es eben. Was macht ihr denn in eurer Umgebung? Warum lädt ihr denn die Menschen in euer Leben ein, die ihr vielleicht nicht ausstehen könnt? Viele würden jetzt sagen, ja Olga, aber das sind doch meine Verwandten oder das ist meine Mutter oder das ist mein... Ich muss es doch. Leute, vergesst es, ihr müsst in diesem Leben nicht einmal sterben, das haben uns schon die aufgestiegenen Meister bewiesen. Allerdings, die meisten werden von uns wahrscheinlich ganz normal diese Welt verlassen durch den Sterbeprozess. Aber welche Menschen in dein Leben reinkommen oder nicht, entscheidest du selbst. Das heißt, unerwünschte Gäste lerne auch auszuladen, wenn es dein Bus ist. Und das ist es eben. Unser Leben ist nur unser Leben. Dann lerne einfach dazu. Wem lädst du dazu ein? Wem lädst du dazu aus? Und die Ziele kannst du selbst raussuchen. Na gut, wenn du sagst, ich kann das nicht sofort, wie zum Beispiel eine Olga aus YouTube das machen, dann mach es einfach in deinem Tempo. Du musst nicht mein Leben oder das Leben von jemand anderem leben. Du musst nur dein eigenes Leben leben. Und dieses Leben ist sehr wertvoll. Vergleichbar mit Busreise
kannst du gerne dir die Umwege einplanen, die du gerne mitnehmen möchtest. Aber sag nicht schon wieder, wenn du erwachsen bist und den Führerschein für dieses Leben gemacht hast, sprich 18 bist, dass du das machen musstest. Du kannst immer aussteigen und in die andere Richtung gehen. Lerne die Herausforderungen des Lebens anzunehmen. Das nächste ist, du kannst den Kopf nach unten beugen, dich schließen, vielleicht noch die Scheuklappen nehmen und die Welt absolut nicht betrachten. Aber du kannst rausschauen, aus den Fenstern schauen und die Landschaften genießen. Du kannst genießen, was geschieht, was passiert. Du kannst beobachten, wie die Natur erwacht, wie die Menschen mit positiven Lebens Ziel, wie sie das Leben leben. Und vielleicht suchst du dir so einen Mitreisenden oder so eine Mitreisende oder wenn du auch noch mehr dich umschaust und das Glück für dich pachtest, dann suche dir viele Mitreisende. Reise sie in diesen Lebensstrom mit und nimm sie in deinen Bus, wenn sie dir gut tun, wenn sie dir einfach auch erwünscht sind. Und denke dran, da es dein Bus ist, kannst du jederzeit auch aussteigen. Das heißt, du kannst akzeptieren, dass die Lebenszyklen zu Ende gehen. Wenn du sagst, Mensch, der Lebenszyklus, die Reise nach, nehmen wir mal Berlin, zu Ende ist, steig da aus. Bleib erstmal in der Ruhe, akzeptiere, was geschieht, was passiert und suchst dir dann den nächsten Bus. Vielleicht gehst du dann nach London, nach Paris, nach Rom, vielleicht gehst du nach Buxtehude oder nach Baiersdorf. Ich weiß es nicht. Vielleicht nach Linz, vielleicht nach Bregenz, vielleicht nach Zürich, vielleicht einfach nur nach Dörfchen mit dem Namen XY. Entscheide du dich. Es gibt diese Zyklen, wo wir zu Ende alles abschließen sollten. Und das beinhaltet natürlich auch das Nachdenken über das nächste Zyklus in dem Leben. Wir bleiben nicht ewig als Jugendliche. Wir bleiben nicht ewig in dem arbeitsreichen Abschnitt unseres Lebens. Irgendwann mal kommt ja die Ruhezeit rein. Vielleicht ist es der Ruhestand, vielleicht ist es einfach Umschwung, bevor das Neue in dein Leben reinkommt. Das bedeutet auch du, darfst die Busse wechseln, also sprich, erinnert euch, ich biete dieses Video in dem Konzept, dass dein Leben wie eine Busreise ist. Und Schmankerl in diesem Video ist, dass du selbst bestimmen kannst und darfst, wohin deine Reise geht. Setz dich hin, male einen Bus. Benenne deinen Bus zum Beispiel mit deinem Namen, bei mir wäre es Olga, und bestimme deine Ziele am besten heute noch. Wenn es dir gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn du dieses Video weiterleitest, wenn du dieses Video likest, abonnierst, Glocke einschaltest und bitte kommentiert das. Wie hat es euch das Beispiel gefallen, das Leben vergleichen mit einer Busreise? Und wir sehen uns und hören uns in dem nächsten Video. Deine Olga Heinert.